Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und ihr seht, heute ist wieder ein Dickschiff am Start. Ja, mit vorne diesen unglaublichen Kanonen, hinten auch nochmal welche dabei. Es handelt sich hierbei um die Iowa. Tier 9, Schlachtschiff in dem Fall. Top-Tier, feine Nummer. Und jetzt springen wir ins Gefecht. Und schauen mal, was da so laufen wird. Minimap ist, so ist glaube ich ganz gut. Na, vielleicht zu groß. Lass mal so. So. Und natürlich wird auch hier ein bisschen gespult zu Beginn. Aber da haben wir schon den ersten Gegner mit der Mogami. Deswegen geht es jetzt natürlich in die Realgeschwindigkeit zurück. Aber solange da keiner offen ist, auf den er schießen kann, hier die Hipper jetzt vielleicht. Oder die Colorado. Ja, jetzt kriegen wir doch die Ziele, die wir wollen. Auf jeden Fall halbe Fahrt, sieht man ganz schön. Also er ist nicht in seiner vollen Geschwindigkeit hier dabei. Drei Treffer, leider kann man nicht sagen, wie hoch diese ausgefallen sind. So, auf wen geht er denn da? Er ist gerade noch sich etwas unschlüssig. Auf jeden Fall natürlich 18 Kilometer, 10 Sekunden Flugdauer, bis da die Granaten einschlagen. Er dreht noch ein bisschen bei, aber in dem Fall jetzt leider das Schiff zugegangen. Alles eher suboptimal zum jetzigen Stand. Und jetzt dreht er wohl bei, fährt auch seine Kanonen auf Backbord. Die Iowa steht dahinter, hinter der Insel direkt, aber auf die Colorado, da kann er gleich vernünftig drauf wirken. So, unter 9 Sekunden die Flugzeit. Mogami schlägt hier vorher ein und da landen sie und auch ein schöner 9000er Regen an dieser Stelle. Und bei ihm platscht es da nur so, aber wenig Wirkung, dass er hier einstecken muss. Jetzt brennt er. Und in meinem letzten Video bei der Agami habe ich gesagt, warum brennt er denn, warum löscht er nicht? Er löscht hier sofort. Aber man sagte mir, ja, nee, der erste Brand, der wird nicht gelöscht, weil den repariert man in der Tendenz gegen. Ja, habe ich mich auch mal wieder gern korrigieren lassen. Aber hier die 14.000er auf die Hipper, die verstehe ich auch und denke mir, hoppala, das macht Schaden, du. Problem gelöst. So, jetzt muss er warten, bis er wieder Ziel bekommt, auf das er schießen kann. Und nach wie vor jetzt hier mit einem Viertel Kraft unterwegs. Also, er lebt auf jeden Fall die Entschleunigung des Spiels und ich glaube, ich kann mal sagen, es passiert hier gerade nichts. Deswegen. Aber jetzt kommt hinter ihm was rum. In dem Fall die Iowa und das könnte jetzt gleich mal richtig, richtige Schelle geben. Vorne auf dem Bug gezirkelt und da kommen die Schüsse und eine Zitadelle, drei Treffer und 20.000 Damage.
So, jetzt geht er wohl nochmal auf die Iowa. Ist natürlich ein toll schönes Ziel, aber er bekommt jetzt hier aus der Luft. Auf der Minimap sieht man es ganz krass. Wahnsinnig was ab. Viele Flugzeuge über ihm. Torpedos im Wasser. Torpedobomber. Alles dabei, oder Bombe und Torpedowerfer. Torpedos selber kommen Gott sei Dank ins Leere. Und den gegnerischen Flugzeugträger hat das Ganze mal 7 Flugzeuge aktuell gekostet. Jetzt repariert er auch. Und will da wohl jetzt mal der Rohn auch mal so ein kleines Begrüßungsständchen geben. Da die nächsten Flugzeuge. Wahnsinn, hier geht's rund. Die Akustik, alles ist hier am Beben. Die Flaks feuern in den Himmel. Oben wieder die nächsten Bomben, die ihn aber nicht treffen. Und die Flugzeuge werden von den Jägern zerstört. Und weg sind die Flugzeuge. Jetzt kann er sich wieder aufs Spiel konzentrieren da hinten. 21 Kilometer ist die Tirpitz weg. Das ist ein Haufen Holz an Distanz. Auf die schießt er jetzt aber mal drauf. Kommt da was an? Tatsächlich ein Treffer, aber kein Schaden. Also, das war dann wohl doch zu viel des Guten. Die Rohn tendenziell sehr nah dran. Aber da muss er jetzt erstmal sich so in Stellung bringen, dass er drauf schießen kann. Und sie kommt wirklich zu ihm. Also das dürfte jetzt für die Rohn richtig bitter werden. Uiuiui, ich ahne Fürchterliches. 5 Treffer, 11.000 Schaden. Glück im Unglück, keine Zitadelle. Und hier die nächsten Flieger, die hier leiden. Mittlerweile hat er 15 zerstört. Die Lexington und die Hirio tun sich hier keinen Gefallen, indem sie hier auf die Iowa gehen. So, die Rohn dreht bei. Schüsse fliegen. Er hat alle Türme noch schnell gedreht, gewendet, dass auch da die letzten ankommen. Und dadurch konnte er nochmal knapp 10.000 nochmal wieder wegmachen. Fein gemacht, schön mitgedreht. So, in Ermangelung keiner weiteren Ziele beschleunigen wir das Ganze hier etwas. Und da haben wir jetzt wieder die Hipper. Deswegen jetzt wieder in Spielgeschwindigkeit. 19 Kilometer weg. Er hält ein bisschen vor, weil er natürlich sich auch in der Vorwärtsbewegung befindet. Schüsse kommen, aber leicht dahinter eingeschlagen. Die Rohn mit lediglich 1300 Struktur will hier unbedingt weg. Und jetzt wartet er ab, ob die wieder zerstört wird. Wurde sie, und jetzt kann er auf die Hipper da umaimen. Hat er gut noch den Schuss abgewartet, hat er ideal gemacht, dass er da auch keinen verschwendet. Und die Schüsse jetzt auf die Hipper, und er macht sie weg. Allerdings nur mit 1800 Struktur. Das nächste Ziel wird wohl die Iowa sein. Man sieht es am Rauch ganz gut. Kaum Bewegung hier am Start. Und jetzt kommen die Granaten runter und machen auch wieder mal knapp 10.000. Also, der Damage, der summiert sich langsam, aber sicher immer mehr. Übrigens beim Replay, man sieht links und rechts die Anzeigen der Schiffe, ist so ein bisschen verschoben. Keine Ahnung, was da der Fall ist, aber nicht so wild, würde ich mal sagen. Oh, die Colorado. Das ist eine tolle Distanz, so innerhalb von 10 Kilometer, da macht so ein Schlachtschiff am meisten Spaß. Boah, aber hat hier einen fetten Hit kassiert. Alter Verwalter, da hat er aber mal richtig leiden müssen. Repariert jetzt, muss er auch absolut
dringendst machen. Also, mit dem hat er, glaube ich, in keinsten Fall mehr gerechnet, dass ihn so einer jetzt noch trifft. Jetzt würde ich an seiner Stelle mich mal mit einem ordentlichen Schlag zurückmelden in die Runde. Aber, naja, nicht so. Da muss mehr kommen, mein Freund. Da muss mehr kommen. Oh, jetzt zeigt ihm auch noch die Breitseite. Das kann sich natürlich rächen, aber er bekommt hier Unterstützung von seinem Team. Torpedos im Wasser und die Colorado ist raus. Unser Team hat die Führung übernommen. Hat er gerade ein Ziel? Da kann er nicht drauf, da kommt er nicht drauf. Wir spulen ein wenig vor. Er schaut sich die Probleme an und jetzt hat er hier die Hipper, auf die er schießen kann. Schüsse in der Luft. Aber die könnten ein bisschen zu weit vorne einschlagen. Nee, der sitzt. Oh, und da ist er. Zerstört auch da nochmal 5000. Perfekt. Die nächste Colorado, aber ich glaube sogar, dass das vielleicht die war, die für das Unheil verantwortlich war. Auf jeden Fall jetzt die Iowa, die er gleich haben wird. Schüsse sind geladen. Er hält ein bisschen vor, aber die Iowa auch nur noch 4000 Hitpoints, 2000. Das heißt, wenn einer ankommt, dann macht den raus und das schaut sehr gut aus. Die Schüsse kommen runter und er wird ihn ganz kurz vorher noch gemobst. Macht den Schaden, hätte bestimmt auch den Kill locker weggemacht, aber in dem Fall hat sein Team das Ganze besorgt. Hier die Lexington, jetzt der Flugzeugträger. Schüsse sind in der Luft. Schaut ideal aus. Also von hier kommt super. Komm runter. Und eine Zitadelle. 18.000 Damage. Wir sehen oben die Anzeige. Wir sind schon bei 120. Und es wird zumindest am Ende der Runde reichlich Damage sein. Die Lexington dreht jetzt hier gerade bei. Er kommt nämlich auf niemand anderes drauf. Colorado ist hinter der Insel. Schüsse kommen jetzt runter. Nochmal 9000. Also geht doch. Dafür, dass er so runtergeschossen worden ist, verkauft er sich jetzt noch ganz schön teuer. Und hier die Colorado. Ich glaube, die muss jetzt endlich mal da ein bisschen was abbekommen. Schüsse kommen runter. Wunderschöner Hit. Wahnsinn. 30.000. Zwei Zitadellen. Der war mehr als verdient. Schöner Schlag. Und er schreibt auch ein Ups. Also wirklich, wirklich toller Hit. Da sind so viele Icons aufgeploppt. Das konnte man ja gar nicht mehr zählen. So, die Lexington. Was passiert jetzt mit der? Auch nochmal knapp 15.000. Also jetzt ist er on fire. Da die Mogami jetzt hinten. Ah, die Schüsse fast links und rechts vorbei, aber eine Granate fährt sich dann doch noch aufs Deck und macht ihn zum entspannten One-Shot, die Lexington. Und jetzt hier nochmal Flugzeuge. Die könnten nochmal kritisch werden, aber Gott sei Dank, der Flugzeugträger ist weg. Also von dem her werden das jetzt keine großen Risiken mehr sein. Die Flaks sind wieder am Start. Ein Torpedo, der da aber doch nochmal für Spannung sorgen kann, du. Ja, der trifft auch. Heider nei. Wassereinbruch, den muss er sofort reparieren. Und er heilt auch nochmal das Mögliche raus. Links von sich nochmal Torpedo. Flieger. Obwohl er noch beide abschießen konnte, aber sind da die Torpedos im Wasser. Einer sitzt,
Der zweite geht ganz knapp, Gott sei Dank, dran vorbei und kein Wassereinbruch. Das wäre jetzt sehr unangenehm gewesen, aber ganz, ganz knapp konnte er sich da dem Schlimmsten nochmal entziehen. Jetzt ist die Frage, kommt er da nochmal entscheidend auf die Hiryu drauf? Die fliegen auch wieder super schön. Komm jetzt runter. Und nochmal zwei Zitadellentreffer. Und wahnsinniger Damage. 221.677 Schaden. Alter Schwede. Wenn das nix ist, dann weiß ich es aber auch nicht. So, da geht er nochmal ein bisschen zur Seite hier, wieder die Flugzeuge in der Luft. This is ridiculous. So, ich kann euch jetzt hier nochmal sozusagen mit den letzten Impressionen darauf einstimmen. Das war's aus dieser Runde, mehr passiert leider nicht mehr. Es war eine super schöne Runde, ich hoffe es hat euch gefallen. Wünsche euch beim nächsten Mal auch wieder neu oder genauso viel Spaß. Und seid auch dabei, wenn es heißt Let's Play World of Warships mit dem Replay und mal schauen, was da hinten noch passiert. Und da hinten, wir achten auf die Mogami am Firmament. Aber wir sehen, das war's. Also, ciao, ciao!